den Windpark Mannsleben am See. Herrlich. Sieht das nicht geil aus? Mit den riesengroßen Vestas V136. Da ist auch übrigens ein Repowering geplant. Das habe ich letztes Mal noch gelesen, aber da war ich schon mal zu Hause. Da sollen die letzten 5 S70 halt wegkommen. 3 sind ja schon weg. Die sind ja da, die wurden ja abgebaut für die 2 V136. Und dafür, für die 5 S70, sollen dann, glaube ich, 3 V150 folgen. Also wenn ich da anhalte, sage ich es nochmal durch. Dann gucke ich nochmal auf meine Liste da. Und dann hier dette. Ja, und dann weiter links gegenüber hier ist der Windpark Esperstedt Obhausen, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Zu diesem möchte ich heute. Da stehen Fuhrländer, Enercon, Vestas, alles durcheinander halt, ne? Das erzähle ich danach auch nochmal. Ja, seht ihr hier, es ist echt genial, was hier alles rumsteht. Da hinten ist der nächste Windpark, welcher jetzt das da ist, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das jetzt wisst. Ich denke mal, die hier wohnen, kennen sich bestimmt aus. Ja, weiß ich nicht, jetzt kann ich jetzt so nicht beurteilen, was da welcher Windpark das ist. Hier sind ja so viele, ich denke mal, manche kenne ich sogar, nur jetzt aus der Ferne weiß ich es jetzt nicht so genau. Kann ja nicht alles wissen, hör mal. Ja. So sieht das aus hier, ne? Riesenkaliber, ey. 166 Meter, ey. So geil. So, hier ist Mannsleben am See. Da stehen die fetten Vestas. Die Eno sind auch hier, 114er. Ja. Sehr geil. Und da kommt schon der andere Windpark hier. Obhausen, Esperstedt und so weiter. Ganz links haben wir, also hier vorne haben wir die 4 Eno 114 mit 3500 kW. Ja, dann sind das die Enos sind die leistungsstärksten hier im Windpark. Mit 3500 kW. Ein Repowering ist geplant, aber das zieht sich alles noch. Es ist zurzeit viel geplant, vor allem auch mit Vestas Enventus hier. Und Enercon E138 und was nicht alles. Also hier soll jedenfalls die letzten 5 S70 sollen hier wegkommen. Und dafür kommen dreimal Vestas 450 mit 5,6 Megawatt hierher. Und da verschwinden die kleinen Südwind noch. Schade drum. Drei sind ja nun schon weg. Für die beiden V136. Zwei Südwind S70 stehen still. Da hinten ist noch eine versteckt. So, steht ja noch was dran. Windenergieanlage Südwind S70, elektrische Leistung 1500 kW, Rotordurchmesser 70 Meter, Nabenhöhe 85 Meter. Ich überlege, die stehen bei uns auch nur mit 77 Meter Rotordurchmesser. Und die Kisten reißen schon ab, überleg doch mal, das ist doch Wahnsinn. Vielleicht nächste Mal hier bin, dann stehen die gar nicht mehr. Wie gesagt, drei haben sie ja schon abgerissen. Von 8 Stück. Tja. Naja. Hat die gute Welt ausgedient. Aber gut, ich denke mal ein bisschen. Bleibt sie ja noch hier. Ein bisschen. Ja. Schöner Windpark, muss ich sagen. Gerade auch bei dem Wetter richtig cool. Das sieht klein aus dagegen, ne? Schon ulkig. Naja. So, jetzt stehe ich bei der nächsten Südwind S70 hier. Ich werde gleich mal mit der Drohne hier fliegen. Wetter bietet sich an heute. Da steht eine Vestas V82. Hört sich komisch an. Ja. Oh, herrlicher. Herrliche Sicht von hier oben, ey. Geil. Wie gesagt, hier siehst du einen Haufen Windräder überall. Dahinter, den Windpark da, bei Obhausen oder was auch immer, wie das heißt, das Nest, ist der nächste Windpark da.
auch wie Vestas vor 90. Meine Güte doch. Ja, da hinten wieder. Feine Anlagen. Tja, naja. Da hinten sind die nächsten da, hinterm Berg. Richtig cool, ey. Ja. Ja. Hier nochmal die Giants. Ich denke mal, da wo die, ich habe mal bei Google Maps geguckt, da sieht man noch, also sind die neuen noch nicht, die V136, sondern da stehen noch die Südwind S70. Die standen nämlich hier so, wo die Hügel sind. Ich glaube, irgendwo bei einer, wo eine steht, stand auch eine S70. Und die andere weiter hier, glaube ich. Irgendwie so war das. Müsst ihr mal bei Google Maps gucken, falls euch das interessiert, wie das hier früher aussah. Ja, naja, gut, dann werde ich mal fliegen. Mit der Drohne war ich jetzt eben oben. Und ja, herrliche Aufnahmen wieder. Ja, die Sonne hat ein bisschen geblendet, ja. Da hinten ist Holleben, große Schanze, wo ich vorhin war bei den V90 und G Energy 1.5. Door. Naja, gut, dann ziehe ich mal weiter. Ich habe mich jetzt lange noch aufgehalten hier, ne? Fahre ich mal rüber in den anderen Windpark da. So, weiter geht's. Ich hätte von vorne fliegen sollen, nach hinten, dann hätte ich die Sonne hinter mir gehabt. Naja, es sind ein paar schöne Aufnahmen geworden und gut ist. Ja, die schönen Enos, ne, sieht man auch nicht so oft. Die sind hier leider nicht so oft vertreten. In meiner Region jetzt. Außer Eno 82 und 92 steht noch. An der Autobahn A14 bei Le Billon, auch hier. Mein Gott, ich werde dir noch so ein Tier filmen, du. Da ist noch einer. Also mit dem Zoom ist das schon echt geil. Kann ich nach hinten filmen, nach Holleben, große Schanze da. Geil, war mit dem Kraftwerk dahinter. Der Qualm, das hat schon irgendwie was. Passt sehr gut. Schön, schön. So, weiter jetzt. So, da sieht man auch mal schön den Windpark Ransleben am See. Herrlich. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg und hat noch mal jetzt Windpark Wandsfeld. Quatsch, Mansfeld. Oh. Ransleben, hör mal. Ransleben bin ich jetzt. Ich habe noch ein bisschen Zeit oder Lust, sagen wir mal so. Und filme hier noch mal ein bisschen. Die Sonne geht jetzt so langsam unter und das sieht natürlich wieder mega geil aus. Und das möchte ich festhalten und
mit euch teilen. Jawohl. Schön gesagt. Jo, das sieht doch geil aus, oder? Da siehst du schön die V82, die eigentlich auch schon groß ist. Aber dann dahinter dann noch die noch größere Vestas 136. Ich meine, da sieht man jetzt nicht, dass sie so groß ist, weil sie weiter hinten steht. Ja, ich dachte, man sieht das mal richtig cool noch, einen Unterschied. Ja, nicht wirklich. Da hinten siehst du dann links die V112. Ja, naja. Mal gucken, wo wir uns hinstellen. So, hier ist die V82. Das sieht doch jetzt schön aus mit der Sonne, ne? So ein bisschen orange. Geht das jetzt über? Herrlich. So lobe ich mir das. Beste Stimmung im Windpark. Jetzt da oben drauf, das wäre der Birner, ey. Mega Aussicht. Da ist die V90. Die einzige hier im Windpark. Ganz allein. So, hier haben wir die schönen Enos. Ja, sieht man schon die Sonne, ne? Wie tief sie steht. Da hinten war ich vorhin. Nun kenne ich den Windpark auch. Wunderbar. Aber ich hatte jetzt auch keinen Bock für die E66 und sowas zu fahren, weil man kennt sie ja, ne? Mir war jetzt eigentlich nur wichtig, dass ich mal die Vorländer auf den Kasten kriege. Herrlich. Ah, hier hast du echt eine weite Sicht, das ist genial. Ja, ey. Da hinten. Zack. Ja, Bilder könnt ihr dann bei Insta gucken, da mache ich ein paar mal rein. Das sieht schon cool aus. Eigentlich könnte ich hier nochmal mit der Drohne fliegen. Mal gucken. Oder mit dem Berg da. Das Windrad davor. Oder die S70, die kleine. Ey, 85 Meter, das war damals mega groß. Und heute sieht das echt winzig aus. Im Gegensatz zu den großen Vestas mit 166 Meter. Tja. Der Fortschritt halt, ne? Richtig schön. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera auch so schön rüber. Naja, das wird Wandsleben wird bestimmt mehrere Teile haben. So, ich habe mich jetzt noch mal unter die Enu gestellt. Däuse. Schön. Ja, es wird frisch. Es wird frisch jetzt wieder. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es denn jetzt? Ich gucke mal, wie spät es ist. Das würde mich mal interessieren. Oh, 15.48 Uhr, ist noch nicht mal 16 Uhr, ey. Junge, Junge, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich werde hier nochmal mit der Drohne steigen, dass man den Windpark von vorne mal sieht. Vielleicht sieht man dann ein bisschen Unterschied mit den großen Brummern hier, mit den 136 auf 166 Meter Normhöhe. Aber erstmal gehe ich nochmal zu Eno und sage mal Hallo. Hallo Eno. Ja, die gute. 114.007. Ach, das ist hier. James Bond. Das ist die James Bond Anlage. Wisst ihr Bescheid? Achtung, Gefahr durch Eiserbrust. Möglich. Abstand halten. Ja, ja. Mach mal. The door ist zu. So. Eno, Eno. Ja, was soll ich zu sagen, ne? Guckt es euch an hier. Wie gesagt, da ist die V90 mit dem Crightstream mal. Top Cooler, Spoiler, könnt ihr euch aussuchen, war. Ah gut, da siehst du schon ein bisschen Unterschied zwischen der V90 und der 136er, ne? Kann man gut sehen. Kleine Schwester, große Schwester. Sieht schon geil aus.